Ja, ich bin Fred, ich bin Designer aus Frankfurt und möchte euch heute ein bisschen was erzählen zu Konventionen für die Kommunikation im Web. Das sind auch nicht nur Don'ts, sondern auch durchaus Do's, über die ich reden möchte. Ich möchte einfach ein bisschen dazu anregen, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie wir uns eigentlich im Internet unterhalten. Denn normalerweise, wenn wir von Angesicht zu Angesicht miteinander reden, dann gibt es ja Regeln, die man vielleicht einhält, die die Höflichkeit angehen, die auch einfach den besseren Austausch miteinander fördern. Und das sollte es eigentlich im Internet auch geben. Ich habe immer mal festgestellt, dass es da noch ein bisschen Nachholbedarf gibt. Also das ist so ein Beispiel, das ist eine vollständige E-Mail, die ich erhalten habe. Also es war natürlich eine Adresse oben, von wem es kam. Es gab allerdings keinen Betreff, nichts sonstiges, sondern einfach nur, schicken Sie mir mal diesen Link, auch so geschrieben. Das hat mich vor ein paar Probleme gestellt. Zum einen habe ich mich so ein bisschen überrumpelt gefühlt, weil ich keine Anrede hatte oder ähnliches. Zum anderen musste ich dann erstmal gucken, ja, von wem kommt es denn, das habe ich schon gesehen, aber ich wusste überhaupt nicht mehr, wann ich dem gesagt habe, dass ich ihm irgendwie einen Link schicken möchte oder so. Das war ein Kunde von mir. Als ich dann länger nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich in einem Gespräch mal erwähnt habe, dass ich zu einem gewissen Thema vielleicht noch einen Link hätte, der ihm weiterhelfen könnte. Dann habe ich ihm das geschickt, habe geschrieben, sehr geehrter XY, tut mir leid, dass ich das vergessen habe, hier der passende Link. Schöne Grüße aus Frankfurt, Fred Bayer, drunter stand meine Signatur und das sind eigentlich auch die Sachen, die ich mir wünsche, wenn ich eine E-Mail bekomme. Also ich habe gerne einen Betreff, in dem steht, worum es geht. Ich habe gerne eine Anrede, in der ich begrüßt werde. Dann einen Text, der halbwegs strukturiert ist, möglichst wenige Rechtschreibfehler enthält. Eine Verabschiedung und eine Signatur. Das ist beim klassischen Brief eigentlich völlig normal, aber in der E-Mail wird das oft vernachlässigt. Und ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil ich finde, dass das tatsächlich zum einen vom Respekt zollt, wenn man sieht, der hat sich ein bisschen Gedanken gemacht oder was gezielt gemacht. Und zum anderen ist es einfach auch höflich und freundlich und hilft auch das Ganze ein bisschen zu ordnen. Ich glaube, dass da viele so die E-Mail eigentlich mit dem mündlichen Gespräch verwechseln. Ja, für mich eben wirklich eher wie ein Brief ist oder mal wie ein Telegramm oder sowas, wo ja irgendwie auch ein bisschen mehr Informationen sind. Wenn ich einfach nur mal ganz schnell was sagen will, kann ich ja eine Kurznachricht schreiben oder im Chat oder sonst was. Auf jeden Fall würde ich mir das so wünschen. Neben diesen formalen Wünschen gibt es aber auch noch emotionale. Es gibt so ein paar Dinge an E-Mails, die mich wirklich so ein bisschen verrückt machen. Das ist jetzt keine vollständige E-Mail, die ich bekommen habe, aber ein Satz. Die ist bitte korrigieren, Ausrufezeichen. Und sowas finde ich auch ein bisschen unangenehm. Also ich habe jetzt nochmal fünf emotionale Wünsche aufgestellt. Dazu gehört zum Beispiel kein Geschrei. Also wer sich schon ein bisschen im Internet bewegt, der weiß, dass Versalsatz, also alles in Großbuchstaben, bedeutet, man schreit. Und ich schreie selbst relativ selten und ich werde auch nicht gerne angeschrien. Und das bringt bei mir nämlich direkt negative Emotionen. So ähnlich ist es eigentlich mit der Interpunktion, also so viele Ausrufezeichen, wenn jedes Ausrufezeichen steht für einen Ausruf, dann müssen eigentlich fünf Ausrufezeichen schon für einen ziemlichen Wutanfall gelten oder sowas. Und genauso ist dann mit einem ausformulierten Text. Wenn ich mit jemandem von Angesicht zu Angesicht rede, dann bilde ich vollständige Sätze und das sollte ich im Schriftverkehr auch. Eine inhaltliche Gliederung schadet nicht, wenn man das noch hinterher nachvollziehen möchte, wenn man sich da dran entlang arbeitet. Und ich finde auch, dass Smileys, die ja durchaus ihre Berechtigung haben, weil man Ironie oder Humor nicht unbedingt im Text direkt erkennt, dass man die auch dezent antworten sollte. Ich hatte mal eine Kundin gehabt, die wirklich in jeder E-Mail, auch wenn sie nur zwei, drei Sätze hatte, sieben Smileys hatte. Und das fand ich irgendwie dem Geschäftsverkehr nicht ganz angemessen. Ich habe mich da auch so ein bisschen überfordert gefühlt. Alle diese Sachen sind jetzt was, womit ich tatsächlich in meinem geschäftlichen Schriftverkehr schon ein bisschen Probleme hatte. Und ich hatte mal eine Kundin, mit der musste ich eigentlich ausschließlich oder fast ausschließlich über E-Mail kommunizieren, weil die in Afrika saß und da war das mit dem Telefonieren teilweise nicht so einfach und zum anderen auch relativ teuer und deswegen haben wir uns da hauptsächlich auf E-Mails spezialisiert. Und die hat nun immer alles, was ihr sehr wichtig war, groß geschrieben und viele Ausrufezeichen genutzt und alles Mögliche. Und die hat auch ein bisschen so geschrieben, wie sie spricht. Also die hat das einfach einmal runtergetippt, die hat sicher nicht nochmal Korrektur gelesen oder so. Und ich wusste dann bei diesen E-Mails teilweise nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich immer dachte, wenn da sowas steht wie dieses bitte korrigieren, Ausrufezeichen, bitte war eigentlich schon zu viel.
dann habe ich immer gedacht, ich habe einen schlimmen Fehler gemacht und ist total böse auf mich. Ich habe diese E-Mails gelesen und habe mich wirklich irgendwie dann doch wieder genötigt gesehen, dann mit ihr telefonisch in Kontakt zu treten, um sie ein bisschen zu beruhigen. Und dann habe ich da angerufen und habe sich gefreut, dass sie mich gesprochen hat. Das ist so schön, die Arbeit klappt ja hervorragend. Und da war ich dann wieder ganz verwirrt und wusste eigentlich diese beiden Persönlichkeiten nicht übereinander zu bringen. Weil die eine war ganz fröhlich, war mit allem zufrieden, die andere hat mich die ganze Zeit angeschrieben. Und das waren für mich einfach so zwei Identitäten. Und also ich als Kommunikationsdesigner habe ja viel mit Corporate Design, dem Corporate Identity zu tun. Während das Design ja eben das rein grafische ist, ist die Corporate Identity, das wie ein Unternehmen als Persönlichkeit wahrgenommen werden will. Das heißt, da gehört die Firmenphilosophie zu und eben die Umgangsformen der Firma und auch, dass die Firma Verantwortung übernimmt für ihre Mitarbeiter, für die Umwelt und sowas. Also Corporate Social Responsibility sagt man dazu. Und ich glaube, wir Menschen haben auch neben unserer analogen Identity diese Digital Identity. Also das ist teilweise so, ist, wir sind eben ein analoger Mensch, die Leute kennen uns von Angesicht zu Angesicht und wissen, wer wir sind. Und dann gibt es aber auch diesen digitalen Menschen, der teilweise völlig davon abweicht. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Leute mich im digitalen Bereich genauso wahrnehmen wie im analogen. Und ich denke, dass das eigentlich viele andere auch so sehen. Und dazu habe ich mir das noch ein bisschen zu tun. Dazu habe ich auch noch ein paar Beobachtungen gemacht. Und neben den E-Mails taucht ja sowas Persönliches im Web 2.0 eben hauptsächlich in Kommentaren und Online-Foren und so weiter auf. Und ich lese zum Beispiel ganz gern bei Spiegel Online die Kommentare durch. Das ist aber auch wirklich mehr so eine soziologische Studie. Denn ich denke, das ist ja ganz schön, wir haben ja die Möglichkeit, was zu lesen und uns alle darüber zu unterhalten. Aber dann stelle ich fest, es stehen immer die gleichen Sachen da und das grenzt eigentlich eher an so eine Art Online-Tourette, dass da alles geschickt wird, was man da zu lesen kriegt. Ich habe jetzt als Beispiel mal rausgesucht, das ist jetzt nicht genau nachgeforscht von dem Top-Ranking oder von der Häufigkeit, aber sobald ein Artikel über eine Sendung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender kommt, das kann der Verriss der letzten Wetten-Das-Sendung auf Spiegel Online sein oder ein Bericht über Tatort oder auch über eine Fußballübertragung oder sowas, dann taucht am allerhäufigsten auf, und dafür geben die meine GEZ-Zwangssteuer aus. Und das hat dann mit dem Inhalt nichts zu tun, aber das ist einfach, die Öffentlich-Rechtlichen sind das Allerletzte, das muss ich mal sagen. Und genauso geht das auch weiter. Top 2 nach meinem Gefühl ist, die Öffentlich-Rechtlichen haben längst RTL-Niveau oder drunter erreicht. Das ist grottig, was da gesendet wird. Top 3 ist dann, das ist jetzt schon eine Meldung auf Spiegel Online-Web, gibt es keine richtigen Nachrichten mehr, dass man über jede Fernsehsendung berichten muss. Das wird dann noch begleitet mit irgendwie weiteren Sachen wie, ich habe es nicht geschaut, aber es hat mir trotzdem nicht gefallen. Und ich bin froh, dass ich erst kurz vor Schluss eingeschaltet habe und so Geschichten. Und jemand, der sich wirklich mit dem Inhalt dieser Sendung auseinandersetzt, das ist sehr selten. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich denke, wir haben da eine Möglichkeit, was zu lesen und uns gleich wieder darüber zu unterhalten. Also ich selbst erwische mich inzwischen oft dabei, wenn ich irgendwie im Magazin einen Artikel lese, dass ich denke, da bin ich jetzt aber gespannt, was in den Kommentaren steht. Also wenn du glaubst, dass nichts drunter steht. Aber genauso enttäuscht bin ich meistens, wenn ich mir auf Spiegel Online hinterher was anschaue, was drunter steht. Weil da eigentlich diese Chance, über diese Inhalte zu diskutieren, ein bisschen vergeben wird. Das meiste ist wirklich Abfall und das ist wie Spam-Mails. Sind das eigentlich Spam-Kommentare und man muss dazwischen sehr suchen, dass man mal einen richtigen Kommentar findet. Das finde ich sehr schade. Wo mir das noch ganz häufig begegnet, ist im Facebook. Und da ist es auch eigentlich so, dass das von Anfang an, seit es das Facebook gibt oder seit ich das kenne, gibt es diese Diskussion, also den gefällt mir Daumen, den gibt es von Anfang an. Und es gibt die ganze Zeit schon die Diskussion, warum gibt es nicht den gefällt mir nicht Daumen, also Dislike. Und ich finde eigentlich, dass das Positivste am ganzen Facebook, dass es diesen Daumen nicht gibt, weil das eigentlich heißt, wenn jemand meine Sachen sieht und die toll findet, dann kann er schnell sagen, ja, gefällt mir, finde ich gut. Einfach so, als der lächelt mir mal zu. Aber wenn er Kritik daran üben will, dann muss er das in den Text tun. Er muss eben sich konstruktiv damit auseinandersetzen und mir seine Meinung geben. Das finde ich eigentlich sehr positiv und würde mir auch wünschen, dass es so bleibt, dass dieser Daumen eben nicht eingeführt wird. Allgemein kann ich das beschließen. Es gibt im Internet auch schon eigentlich, seit es das Internet gibt,
versuche, solche Konventionen zu entwickeln. Die älteste ist von 1993 oder 96, bin ich mir nicht mehr sicher, 93. Und die stellen alles unter dieses Dach. Vergiss nie, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Und ich glaube, das ist sowas, das würde ich eigentlich auch jedem gern mitgeben, dass man immer daran denken soll, es steht da, es sitzt da jemand, der hat was geschrieben und der kriegt auch meinen Kommentar wieder. Und wenn ich den nicht beleidigen würde, wenn er mir gegenüber sitzt, dann sollte ich das hier vielleicht auch nicht machen, sondern eher konstruktiv arbeiten. Und das ist eigentlich schon meine ganze Message für heute eigentlich. Ich habe hier noch drei Tipps. Das unterste ist eben diese erste Leitlinie von 1993, die Netiquette. Dann gibt es, ich mache aber von unten weiter, auch 10+2 Regeln von Knigge. Die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Geschäftsverkehr und wenn man eben geschäftlich mit Leuten zu tun hat, wie man sich dann digital präsentieren sollte. Ist ein bisschen sehr sachlich und klar, aber gefällt mir auch ganz gut. Und diese 101 Leitlinie, das sind inzwischen glaube ich über 1000, da wird nämlich gesammelt, das ist wirklich Social Web. Da empfehlen Leute, wie man sich im Internet verhalten konnte und es wird auch wieder kommentiert und drüber gestritten, gibt es auch viele Beleidigungen. Also ist wie eine schöne Seite. Vielen Dank.